geil kochen, die geilsten Produkte. Essen ist einer der schönsten Dinge, die es gibt für mich. Das ist so ein Knochenjob. Bist du deppert? Und dass das dann einer gut schmeckt. Importante per la qualità. Also für mich ist wichtig, dass wir den Gästen ein Essen servieren, was ich selber gerne essen würde. Und der Marcel ist für mich, glaube ich, fast noch einer der, wie soll man sagen, unterbewertetsten Köche, die wir da am See haben. Ich wollte ehrliche Küche machen mit ehrlichen Produkten und habe sehr, sehr früh versucht, so viel wie möglich aus der Region zu bekommen. Ein schönes Wasser gibt es einmal überall, schöne Hotels gibt es auch an vielen Orten. Aber wie oft bist du dann eingebunkert in deinem Hotel und kommst nicht raus, weil rundherum ja nichts ist. Und wenn ich dann in der Region da, Wörthersee, 10, 15 namhafte, gute Restaurants habe, ja, oder auch Wirtshäuser, ist das natürlich schon ein Plus, damit die Gäste da herkommen. Jetzt sagen viele, die vergleichen das mit dem Spitzensport. Gell? Kannst du bei uns einen vergleichen? Weil im Spitzensport trainierst du für was, dann ist die Leistung und dann fällt der Druck ab. Wir haben den Druck jeden Tag. Es gibt keinen Tag mit 99%, bei uns hat der Tag 110%. Also siehst du ja, bei allen, die erfolgreich sein, es steckt Schweiß, Blut, Tränen, Arbeit dahinter. Wir haben wirklich ausschließlich unsere Fleischsachen von Leuten, die wir kennen, von den Produzenten, wo ich weiß, wer ist das. Wir haben teilweise von unseren Rindern wissen wir den Namen. Warum schmeckt es bei der Oma so gut? Weil die Oma kocht für die Enkelkinder, für die Kinder mit Liebe. Und die Liebe ist die Geheimzutat. Das ist alles abgedroschen, aber es ist so.